Okay, das sieht gerade alles ganz und gar scheiße aus. Yes! Richtig geil. 12-mal daneben. So muss das sein. So, komm her. Ich speichere erst nochmal auf die 5. Elden hat Smog gelernt und Torma auch. Ist ja toll. Und noch ein Iron Fang. Freude. Überschwänglich. Noch eine Flamefruit. Vielen Dank. Und da oben ist die andere Höhle. Was natürlich toll ist. Und wir können dort oben runterspringen. Also wir kämen auch nochmal in das Loch rein dort. Das heißt, wir müssen jetzt nicht extra reingehen, aber scheinbar bleibt uns fast nichts anderes übrig. Doch, uns bleibt was anderes übrig. Nämlich einfach mal hier lang gehen und da oben vermutlich, 4 ist ja immer so ein bisschen die Magic. Nee. Aha. Aber, Tag. Hello. Entei. Ist ja witzig. Was ist das? Kann das erstmal jemand ausrüsten? Ich glaube ja vermutlich nicht. Wie viel Ausrüstung wir hier kriegen, das ist ja unglaublich. Antenne. Kann keiner ausrüsten. Naja, dann ist es mir auch egal. Gut. Wir müssen also einen anderen Weg finden. So. Und jetzt müssen wir mal ein paar Items verbrauchen, glaube ich. Und zwar usen wir mal ein Insect Egg für Rami und gleich noch eins. Und noch eins. Und jetzt muss Rami nochmal heilen. Nach Möglichkeit, bitte. Und zwar einmal den Eldin, einmal den Torma und einmal den Deka und den gleich nochmal. Danke. So, noch mehr Freunde, die hier aufs Maul wollen? Scheinbar nicht. Dann können wir ja in aller Ruhe rausgehen hier. Landen allerdings wieder hier. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil wie soll ich denn da hochkommen? Kurze Frage. Scheiße. Ich komme doch da gar nicht hoch. Momentchen mal. So, also, ich habe gerade herausgefunden, dass man hier auch ganz leicht dran vorbeigehen kann. Und wir finden ja gerade keinen Weg da hoch. Jetzt habe ich gerade durch Zufall einen gefunden. Jedoch, bevor wir das tun, muss Rami erst nochmal ihre Eier essen. Nee, die muss die Eier nehmen. Das klingt falsch. Aber ich sag's euch, wie es ist. Es ist der Wahrheit. So, 45, reicht das? Ich denke. Dann heilt also, Eldin heilt jetzt mal hier die Mannschaft. Der kann das ja auch. Und Torma zur Not ja auch. Und nochmal. Und hier, bitteschön. Jawohl. Jetzt speichern wir nochmal auf die 2 und versuchen uns mal hier. Denn offensichtlich. Ja. Torma, Eldin, was hast du jetzt erwartet hier? Erstmal die anderen Sachen. Sowas hier. Und das. Das. Und sowas. Schade, das hat schon mal alles nichts gebracht. Hätte ja sein können. Und wisch mal hier auf die 3. Und ich glaube, dadurch, dass sich der Gegner nicht bewegt und anders aussieht als alle anderen, haben wir es hier wohl mit einem Boss zu tun. Guten Tag. Bitch, was ist das denn? Ein Demon. Oh, fuck. Ja, was machen wir denn da mal? Bin jetzt etwas. War jetzt nicht so richtig darauf vorbereitet, dass das passiert. Wir probieren es mal einfach mit Cinder. Das kann ja so scheiße nicht werden. Torma wird als erstmal scannen, um mal zu sehen, wie es hier aussieht. Ja, und Eldin? Achso, nee. Eldin macht natürlich Rapid Fire. Moha. Ja, und Deka haut halt drauf. Was Besseres kann der ja nicht. Cinder, wir gucken mal, was das ihm ausrichtet. 48 ist ja toll. Rapid Fire gefällt mir.
schon mal. 53. Und Ali Agilität um 6 erhöht. So, Torma, hau raus. Was hat der Vieh, dat Viech? Oh, nur 799 HP nur noch. Dark Breath. Jetzt bin ich etwas schockiert. Aber bei allen daneben nur DK ist paralysiert, wenn ich das richtig sehe. Aber gegen Paralyse kann Rami, glaube ich, eine Attacke einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. So, Rami. Paralyse. Ist das Release? Ja. Dann machen wir das einfach mal. Denn wir können gerade die Angriffskraft von DK nicht einfach so davonkommen lassen. Und Torma, sehe ich gerade, kann ja auch Rapid Fire. Dann macht er das einfach. Kostet immerhin nichts und erhöht unsere Agilität und es sind normale Angriffe. Und wir sind schneller dran und es ist einfach alles perfekt. Das ist einfach alles perfekt. Hast du die fancy Animation gesehen? Krass. Schlecht ist nur, wenn Rami Paralyse bekommt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da nach Möglichkeit ein Item haben, das ihr da hilft. Leech auf wen? Auf Torma. 21. Das ist jetzt nicht so viel, aber halt auch nicht so wenig. Und Rapid Fire und los geht's. Rami. Ja, was machst denn du mal? Du solltest ein bisschen deine AP aufsparen, weil du hast ja nicht mehr so viele. Deswegen könntest du mal was machen, was null kostet, nämlich Toxic Cloud. Das funktioniert bei Bosskämpfen doch immer. Totaler Kacke. 49, Ellen, du bist richtig geil. Und Torma haut auch nochmal drauf, aber nicht so viel, glaube ich. 36, na immerhin. Toxic Cloud, das wird bestimmt funktionieren. Ich bin fest davon überzeugt. Ach, das war ja absehbar. Fuck. Rapid Fire und... Rap... Nein, nicht Smog. Was macht Smog? That makes foes miss. Okay. Bringt beim Demon vermutlich nichts. Und nochmal Dark Breath. Mal sehen, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück... Noch mehr Glück haben. Ich glaube nicht. Verwirrt, schlafend... Und scheiße. Okay, Rami. Oh. Na eben, ich kann ja auch Leute tauschen. Fail. Nein, aber... Ach so, das, ach, du kannst ja nichts in der Richtung. Deswegen müssen wir eine Sanity Pill anwenden auf Torma. Und DK greift an. Eldin ist ja auch verwirrt, aber solange der schläft, kann er ja niemandem was tun. Okay, Torma ist wieder dabei. Und jetzt ist die Frage, macht er weiter Rapid Fire? Ich schlage das mal vor, weil noch schläft Eldin ja. Und wir müssen ja irgendwie das Vieh mal hier kaputt kriegen. So, Rami ist wieder dran. Die macht jetzt erstmal Awaken. Was, Alter? 4 AP. Fuck. Und nochmal Dark Breath. Das ist nicht so gut. Okay, komm, Daumen drücken. Daneben, schlafend und paralysiert. Scheiße. Das ist leider nicht so gut. Okay. Rami sollte doch eigentlich Awaken machen. Macht die das jetzt gleich? Ich hoffe das. Okay. Ah, guck mal, ein fancy Wecker. Aber verwirrt wird er ja wohl immer noch sein. Der... Ach, nee, doch nicht. Geil. Richtig geil. Wir haben, glaube ich, aber ziemliches Glück gerade, dass der Dark Breath hier nicht so richtig reinhaut bei allen. Aber das wäre auch ein bisschen zu fies. Ne? So, Rami, du kannst ja mal hier Release machen auf den Herrn Decker, damit der wieder mit angreifen kann. Und nochmal Dark Breath. Oh, shit. Daneben. Ah, die pennen. Auch witzig. Jetzt ist Rami die Einzige. Na gut, DK ist jetzt gleich wieder fit, aber... doof. Scheiße ist, dass Awaken halt so viel kostet.
Ich mach's erstmal auf Eldin, weil der stärker ist. Und DK greift an. Leech auf wen? DK und das zieht 40, Alter. Scheiße. Ja, weil die Magic Resistance halt so kacke ist bei dem. Dreck. Was im Rückschuss heißt, Rami weckt jetzt entweder Torma auf oder heilt DK. Ich glaube, DK hat so viele AP, HP, der muss nicht geheilt werden. Dann macht sie lieber nochmal Awaken auf den Mr. Torma. Eldin macht Rapid Fire. Und dann soll das doch werden hier. Nochmal Leech, bitte nicht auf DK. Rami dürfte... Alter, 28. Kacke. Das heißt, sie muss sich als nächstes erstmal wieder selber heilen. In der Hoffnung, dass der Typ jetzt nicht gleich Dark Breath macht und sie verwirrt ist. Das wäre kacke. Muss ich sagen. Eieieiei. Das ist alles ein Mist. Nee, Eldin sollte angreifen, weil dem seine Attacken sind relativ gut. Torma dagegen würde ich sagen, der heilt jetzt mal schnell Rami. Und Rami... Ja, das war natürlich ein bisschen doof, dass ich... Na, das war kacke. Ja, weil das bringt's alles nicht hier. Na komm, dann blockt sie einfach einmal. Und DK greift an. Und vielleicht haben wir es ja dann bald auch schon geschafft. Es wäre doch schön. Noch nicht. Rami verteidigt. Torma healt, das ist sehr gut. Okay, er macht wieder Leech. Auf DK. Wieder 40. Shit. Das heißt, er muss als nächstes geheilt werden. Aber am besten von Rami. Safe ist safe. Genau, hier, hier, da. Und Torma macht auch wieder Rapid Fire. Und DK greift an. Und vielleicht haben wir es nach dieser Runde schon geschafft. Ich habe nicht mitgezählt. So wie immer eigentlich. Habe ich nicht mitgezählt. Obwohl das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht wäre. Da frage ich mich auch, wieso ich eigentlich Scannen mache, ne? Bescheuert. Naja. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Bin fest davon überzeugt. Leech. Wieder auf DK. Das kann nicht sein. Okay, Eldin greift an. Rapid Fire. Torma greift an. Rapid Fire. Rami heilt DK. Und DK greift an. Ich glaube, so funktioniert es gerade am besten. Na komm schon, jetzt müssten wir kurz... Wir müssten kurz vorm Ziel sein. Komm schon. Komm schon. Fuck. Okay, Rami heilt nochmal. Weiß nicht, DK müsste jetzt so bei ungefähr 60 HP stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Leech, auf wen? Auf Eldin zur Ausnahme mal. 27, das ist vertretbar. Da kann er von mir aus auch bleiben. Rapid Fire. DK haut sein Zeug noch dazwischen und Rami heilt nochmal DK, weil bei dem die Leiste nicht so gut dasteht. 29. Torma, ich bin besseres gewohnt von dir. Erwartet. Vollkommen unpassend, das Verb an der Stelle. Na komm schon, jetzt müssten wir es doch bald mal haben. Komm, DK, greif an. Und Torma macht wieder Rapid Fire. Eldin auch. Immer dieses Wechseln in den Dialog. Scheibenkleister, schon wieder Dark Breath. Nicht so gut. Verwirrt, schlafend und paralysiert. Na prima. Und das Vieh ist immer noch nicht hin. Alte Scheiße. Der kann ja nichts. Nein, nicht angreifen. Mysterious Pin war gegen Paralyse. Da gib mal Rami eine. Oh, fuck. Scheiße, jetzt geht's alles gerade den Bach runter. Oh mein Gott. Das ist alles gerade gar nicht gut.
Alte Kacke. Jetzt pennt die auch noch. Oh, shit. Okay, das sieht gerade alles ganz und gar scheiße aus. Bevor Rami drauf geht, braucht die eine Potion. Leech. Am besten auf Rami. Nee, auf DK. Okay, 40, Alter. Das ist viel zu viel. Okay, das ist alles gerade sehr kacke. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die von alleine aufwachen und das... Okay, Torma ist nicht mehr verwirrt. Das ist fantastisch, ist das. Jetzt ist die Frage, haben wir einen Wake-up-Call? Haben wir nur noch einen, ne? Toll, habe ich keine gekauft. Shit! Da hätte ich mir mal welche kaufen sollen. Die Frage ist, verwende ich den jetzt? Oder warte ich einfach darauf, dass die von alleine aufwachen? No risk, no fun. Siehste? Habe ich doch gewusst. Okay, Rami heilt mal eben. Deka. Nicht, dass der wieder aufs Maul kriegt. Ja, und ein Alien pennt halt weiter von mir aus. Wenn er Spaß dran hat. Ich sag mal, der muss ja auch mal schlafen, ne? Wieder Dark Breath. Arsch. Daneben. Yes! Richtig geil. 12-mal daneben. So muss das sein. Geil. Okay, jetzt müssten wir es aber wirklich langsam haben. Jawohl! Freunde, so lob ich mir den Scheiß. 9000 Erfahrungspunkte. Bau Level 17. HP um 6, AP um 1, Attacke um 4 und der Rest, naja. Geil. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Das machen wir auf jeden Fall, nachdem wir auf die 3 gespeichert haben und hier noch ein paar Schädel zerstört haben. Denn ich gedenke oft der Toten. Das nimmt man mir jetzt bestimmt ab.